eine Marke. Es handelt sich um drei verschiedene Ansätze einer allgemeinen Tuning-Philosophie. Die Liberty-Mentalität. Autos begeistern auf der ganzen Welt. Und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Leistung und Tuning ohne Kompromisse. リバティウォークプレイリストへようこそ。加藤渡です。この日本からこのゲームでしか楽しめない素晴らしい体験を送ります。30年以上も世界中の車をリバティウォークスタイルでカスタムしてきました。みんなが驚き喜ぶ LB カスタムカーで日本の伝統を大切にしながら作っています。その作品をこのモーターフェストならではの体験を通じてチェックしてみてください。リバティオークの世界を旅して君がトップのその旅を終えることができたなら、僕のコレクションから特別な車をプレゼントするよ。Das ist Liberty Walk, ein Schritt über die Grenzen des Tunings hinaus.
Schürze bis zum Boden und blieben der Flügel. Katos Handschrift, unverkennbar. Genug geredet. Zeig mir, was das Ding drauf hat. Thank you.
1930ern haben Multimer wie Kato europäische und amerikanische Autos so umgebaut. Aggressiv und radikal. Dann mal weiter zur nächsten. Hasta la vista. Letztes Event der ersten Liberty-Säule. Schauen wir mal, wie diese aufgemotzten Works-Autos über die kurvigen Bergpässe kommen. Wir haben einen getunten Nissan GT-R für dich vorbereitet. Ja, das nächste Event wird ganz japanisch. Ich übergebe an Toji.
Er redet nicht viel, aber wenn es ums Tuning geht, erwacht seine Leidenschaft. Geschafft. Zeig, was du drauf hast. Ein krasser Typ und eindeutig die Inspiration. In den 70ern standen die japanischen Clans auf Krach und rollten in illegalen Rennen rum. Diese Autos. Wahnsinn. Kato kennt seine Klassiker. Da steckt Arbeit drin. Jetzt geht es bei Bosozoku um übergroße Bodykits. Hauptsache beeindrucken. Sind japanische Klassiker. Aggressives Design. Aber nachdem sie bei Kato waren, sind es krasse Kisten. Komm schon, beende das Rennen. Thank you.
Gemacht. Neue Herausforderungen voraus. Autos sind Abenteuer. Und zwar für jeden. Das ist Teil der Liberty Walk DNA. So sehr, dass eine der drei Säulen komplett auf diesem Credo fußt. Nation wird die Liberty-Philosophie auf jede Art von Auto übertragen, ganz egal aus welchem Land es kommt. Sportwagen, Limousinen oder Alltagsfahrzeuge, japanisch oder importiert, vom großen Mercedes bis zum Mini Cooper. Jedes Auto kann ein einmaliges Supercar werden. Thank you.
für einen Sieg. Sicher werden viele folgen. Schon mal ein wenig. Die Supercar gesehen? Es gibt für alles ein erstes Mal, weißt du? Siehst du, wie sich Liberty Walk auf Autos auswirkt, bei denen man kein Tuning erwartet? Schick. Renommierte Designer haben den britischen Stil immer respektiert. Aber etwas Japanischer könnte nicht schaden, oder? Spiel mit der Kamera. Sie selbst.
für getunte Autos interessierst, dann musst du offen sein. Du fährst ein europäisches Auto. Da gibt es viele verschiedene Stile. Sieh sie dir an. Mir gefällt der Deutsche am besten. Tiefer gelegt, Karosserie entfernt, Felgen mit kleinem Durchmesser und großer Einpresstiefe. Schlicht, aber dem Original treu geblieben. So ähnlich wie das, was wir heute hier haben. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt so viele Anpassungsmöglichkeiten. Wähle einen Stil, verleih ihm deine Note, mach ihn anders. So geht das. Spulen wir nochmal zurück. Sehr gut, aber die Reise ist noch nicht vorbei.